künstlerischer Akt Malerei. Freier künstlerischer Akt in Öl. Ich habe das Motiv vorher gezeichnet, um ein Gefühl zu kriegen für die Proportionen natürlich. Und mir geht es beim künstlerischen Akt nicht um eine 1:1 Darstellung, sondern einfach um das Spiel der Farben. Wichtig ist für mich, das Motiv einzufangen. Und ihr seht schon hier, wie ich mich mit dem Öl mühe. Aber leicht die Farben setzen. Natürlich weiß ich, dass die Planfarben zu den Gelbtönen komplementär sind. Aber wo ist der Akt? Kontraste, Helligkeiten setzen. Es ist ein Spiel. Und es ist eine kleine Leinwand, 20x20 Zentimeter. Und was soll's? Es geht ums Malen. Malen, malen, malen. Ich sage mal, Kunst ist wie Kaffee kochen. Das kannst du jeden Tag tun. Und die Wiederholung ist wichtig, um sicher zu werden und um zu gucken, was passiert, wenn ich Farben übereinander lege. Wie vermischen die sich? Wie reagiert das Öl? In dem Fall wollte ich natürlich weiterkommen und beim Öl braucht man eine gewisse Technik, um die neue Farbe zu setzen, wenn die darunter nicht trocken ist. Vermischt sich ja alles miteinander, aber ist egal. Akzeptiert einfach, wie es ist. Es geht ums Malen. Malen, malen. Spaß dabei. Ja, und um locker zu sein, sollte man ja vielleicht auch mal ein Lied singen oder ich trinke jetzt mal ein Gläschen Rotwein. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja so eine Affinität zum Wein und zum Winzer. Der Winzer probiert auch immer aus. Und so sollen der Maler das auch machen. Ich liebe es einfach. Farben setzen. Natürlich bin ich auch geschockt, wenn es schief geht. Immer wieder geht es schief. Immer wieder wird es zerstört. Und immer wieder kann man neu anfangen. Tja, ist das nicht gut? Man kann auch alles trocknen lassen. Nach 3-4 Tagen wieder anfangen. Aber irgendwo ist ja die Figur, der Akt. Und irgendwo brauche ich die Gestik. Ja, und jetzt? Was passiert jetzt? I don't know. Alles ist auch immer ein Kampf. Und ein Spiel mit der Hand. Setzt euch hin und guckt danach wieder mal mit dem nächsten Sinn, mit den Augen. In dem Fall habe ich es nicht gemacht, aber man kann auch mit den Fingern malen, das wisst ihr ja. Aber und ich male öfter solche kleinen Akte. Ich zeichne sowieso jeden Tag. Und das ist einfach das, was es ist, wenn man Maler ist, wenn man Künstler ist. Expressiv zu sein, Regeln zu brechen, Proportionen zu ändern. Darum geht es. Hier geht es in diesem Fall um die Geste, nicht um die Abbildung. Freier, künstlerischer Akt. Na dann, ich hoffe, es bringt euch weiter und ihr habt Lust dazu, in Öl zu malen. Ihr wisst ja, mit dem großen Pinsel, also ist ja ein kleines Format, 20x20, ein relativ großer Pinsel, könnt ihr nicht so ins Detail gehen. Darum geht es. Nicht das Klein-Klein, das Mimimi. Es geht darum, vom Dach zu springen.
Also hier, die ist vom Dach gesprochen. Tschüss, euer Conny.